Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, unser Land scheidet sich immer mehr zwischen denen, die auf der sonnigen Eigentümerseite des Lebens stehen, und den anderen. Die anderen müssen schauen, wo sie bleiben. Und selbst mancher, der sich vor wenigen Jahren noch ein Eigenheim leisten konnte, muss sich fragen, wie er die Marktpreise von heute noch bezahlen soll. Dies jedenfalls dann, wenn er nicht gerade geerbt hat, deutlich über 100.000 Euro verdient oder Abgeordneter ist, was ungefähr das Gleiche ist. Und wenn Sie dann auch Kinder haben, dann können Sie es gleich vergessen, denn Kinder kosten Geld, viel Geld. Und deswegen war es eine gute Idee, dass 13 Jahre nach dem Auslaufen der Eigenheimzulage im Jahre 2018 das Baukindergeld eingeführt wurde. Das Baukindergeld unterstützt gezielt junge Familien und Alleinerziehende beim erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum mit 1.200 Euro je Kind über 10 Jahre. Um in den Genuss des Baukindergelds zu kommen, darf das zu versteuernde Haushaltseinkommen nicht mehr als 90.000 Euro betragen. Zugeben, ein durchaus stattlicher Betrag. Und zum Zeitpunkt des Antrags muss ein minderjähriges Kind im Haushalt leben. Viele Marktbeteiligte bezeichnen das Baukindergeld als Erfolg. Der Präsident des Verbandes Wohneigentum, Manfred Joost, forderte etwa Ende März 2021, als es auslief, es fortzuführen. Und auch der baupolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Kai Wegner, nannte die Maßnahme Ende September letzten Jahres, Zitat, eine Erfolgsgeschichte, die fortgeschrieben werden sollte. Auch die SPD, die dem Baukindergeld zunächst etwas kritisch gegenüberstand, bekräftigte den vollen Erfolg in Person von Finanzminister Olaf Scholz. Und nein, die Einwände werden ja kommen, nein, dieses Geld fließt nicht direkt in die Taschen von Bauträgern und Verkäufern, die einfach ihre Preise erhöhen und das abschöpfen, wie etwa bei der Denkmalförderung. Denn diese Förderung kommt ja nicht jedem zugute, der sich eine bestimmte Art Immobilie kaufen will, sondern eben nur Familien bis zu einem bestimmten Einkommen. Und das ist gerade kein Gießkannenprinzip, sondern zielgerichtet. Und es hilft all diejenigen, die hier sonst auch überaus Wohlfall oft beklatscht werden, Krankenschwestern, Verkäufern im Einzelhandel, vielen im Mittelstand. Es hilft eben all denjenigen, die hart arbeiten und leider nicht geerbt haben oder nicht zu viel Geld durch ihre harte Arbeit erhalten haben, um eben Eigenkapital ausreichend anzusammeln, um sich ein Eigenheim leisten zu können. Und genau diese Menschen werden derzeit vorrangig mit voller Härte durch die Corona-Maßnahmen getroffen. Genau diese Menschen arbeiten vorrangig in Kurzarbeit oder müssen um ihre Existenz bangen. Und genau für diese Menschen rückt dadurch das eigene Heim und damit ein Stück Sicherheit und Freiheit in immer weitere Ferne. Ein gutes Beispiel, wie sehr die Corona-Krise gerade diese Menschen verunsichert, ist etwa der Rückgang der beantragten Eigentumsförderung hier bei uns in NRW. Im Jahr 2020 ist sie um knapp 40% zurückgegangen. Das ist auch ein Baustein zum Eigentum dieser Menschen. Leider ist die Förderung des Baukindergeldes zu Ende März, wie gesagt, 2021 vor kurzem ausgelaufen. Und wir sind aber der Ansicht, wie auch einige andere seitens der CDU ja auf der Bundesebene, dass das weitergeführt werden soll, die Landesregierung sich dafür einsetzen soll. Und dies gerade für Leute, die eben nicht in der Lage sind, Eigentum so einfach zu erwerben. Leute mit Kindern und die noch mehr Kinder haben wollen, gerade auch in der Corona-Zeit. Aber gerade weil wir das von der AfD beantragen, werden sie alle dagegen sein, das wage ich zu vermuten. Das hat zwar nichts mit der Sache zu tun und sagt mehr über sie aus als über uns. Und damit bin ich auch weitgehend am Ende mit meinen werbenden Worten. Worte, die hier wie immer recht folgenlos verhallen werden. Worte, die manche von Ihnen als Zumutung empfinden, weil sie von der AfD kommen. Aber immerhin sind es Worte, die Sie sich anhören müssen. Und deswegen ein paar Worte zur Schweiz aus der heutigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Denn in der Schweiz ist vor einigen Tagen die Außengastronomie geöffnet worden. In Basel, in Bern, in Zürich, überall. Das Lächeln ist an den Zürichsee zurückgekehrt. Und die ganze Stadt scheint nur auf diesen Tag gewartet zu haben und sitzt geschlossen auf den Terrassen, in den Cafés und den Bars. Man lächelt, man lacht und das sogar außerhalb der eigenen vier Wände, an der frischen Luft, gemeinsam mit anderen Menschen. Dort herrscht das große Glück der kleinen Freiheit, Lebensfreude, Alltagsgenuss. Obwohl die pandemischen Zahlen der Schweiz weder besser noch schlechter sind als bei uns, gibt es dort eben keine Paranoia, keine Panik und kein Passant springt verschreckt zur Seite, wenn ihnen ein Unmaskierter begegnet. Sind die Schweizer also verrückt geworden oder vielleicht gedankenlos? Nein, es sind schlichtweg Menschen, denen die Freiheit ein höheres Gut ist als der absolutistische Gesundheitsschutz. Es sind Bürger, die lieber den Staat kontrollieren, als sich von ihm kontrollieren zu lassen. Es ist ein Fanal, das Leben kann auch weitergehen.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter Beckamp.